Ich habe heute ein paar Sachen vorbereitet, Chat. Wir haben, guck mal, ich habe Ranger 1000 Euro überwiesen, dass er mir ein paar Sachen für den Stream kauft, die ich machen kann. Ich guck heute, Digga, einfach eine Tischtennisplatte ist bei mir zu Hause angekommen. Ich dachte mir, Digga, einfach eine Tischtennisplatte. Und, warte. Das hier auch. Und das war erst, keine Ahnung, das sind vier Pakete von 20, die noch kommen oder so. Die machen wir auf jeden Fall auf. Dann habe ich drei Videos, die wir gucken können. Also Satter Hugo gucken wir safe. Getaway, Champion Dings da, wollte ich von Hunsepatsche, also von Sascha, hat einen Vlog hochgeladen. Auch cool. Und vielleicht gucken wir noch das von Dave, 24 Stunden in London Vlog. Und was noch cool ist, Chat, und zwar in meinem Discord-Chat gibt es einen Channel, der heißt Nicht Lachen. Hier sendet ihr Clips ein, wirklich, die mich zu lachen bringen müssen. Und derjenige, der mich zum Lachen bringt, kriegt 75 Euro. Also ich würde aus Testweise nichts reinschreiben, weil ihr könnt nur alle 6 Stunden was reinschreiben. Dann würde ich lieber einen Clip senden. Derjenige, der mich zum Lachen bringt, kriegt 75 Euro. Und er hat es nicht verstanden, er hat es auch nicht verstanden, weil jetzt kann er 6 Stunden nichts mehr einsenden. Und das ist. Und danach war ich am Überlegen. Ich weiß nicht, Chat. Danach war ich am Überlegen, ob ich mein Lenkrad mal wieder anschließe und irgendwas zocke, aber ich glaube, ich habe kein Game heruntergeladen. Sonst war mein Tag eigentlich voll chillig. Warte mal, wie steht's eigentlich? WM? Ah, Kroatien gewonnen. So wie ich es gecallt habe, Chat. Kroatien gewinnt, Argentinien gewinnt. Wait, morgen 16 Uhr WM-Finale. Sagt ihr Watch Party, Chat? Watch Party? Morgen Watch Party? Oh, da habe ich schon Bock drauf. Das wäre cool. Das, Watch Party. Dann. Ey, ich find's so cool, dass Trimax immer so Special-Streams macht. Er macht einfach ein 3-Tage-Charity, Mich one-shottet hier auch fast alles. 3-Tage-Charity-Event. Deswegen bin ich jetzt so einen Bogen Drei Kite. Tage Charity-Stream. Weil ich keinen Bock mehr habe, dass ich die ganze Zeit alles umbringe. Und Trimax ist einer. Also, wie Trimax ist einer, der macht das regelmäßig, ne? Das finde ich cool. Mit welchem Video wollen wir anfangen, Chat? Ich würde sagen, mit Unsympathisch TV. 5 Minuten Vlog, dann. Satter Hugo und dann Dave sein Vlog, wenn wir da noch Bock drauf haben. Aber ich habe schon Bock auf Sascha sein Vlog. Ich glaube, der ist cool. Nee. Oh nein. Heute passiert etwas, was ich sonst immer vermeide. Es kommt Vlog. Digga, ich habe zu ihm immer gesagt, mach Vlogs, ne? Aber er hat gesagt, er ist kein Typ für Vlogs. Wir haben jetzt Bin gespannt. 8:30 Uhr. Ich bin gerade am Packen. Um 11:30 Uhr werde ich abgeholt und dann geht's zum Monty-Event. Irgendwas mit Gefängnisausbruch, ich habe keine Ahnung. Top 1, was man vergisst beim Kofferpacken. Zahnbürste. Heute nicht. Ah, perfekt, man hat es ja gar nicht gesehen. Ich sage euch ehrlich, am meisten tut gerade weh, nicht in dem Bett schlafen zu können. Ich habe das frisch gewaschen, frisch bezogen, extra für die Nacht. Ich kann nicht drin. Digga, Chat! Real Talk! Ich brauche ein Baba-Bett. Ich brauch ein gutes Bett. Mein Bett. Guck mal. Ihr denkt wahrscheinlich, mein Lebensstandard ist krass. Weil ich Urlaub mache, dies und das. Ich lebe zu Hause, wenn ich so lebe, ich lebe wie ein Penner. Real Talk. Ich habe mir heute, Chat,
Eigentlich Claps dafür im Chat. Ich habe mir heute endlich einen neuen Tisch bestellt. Endlich, nach 100 Jahren. Ich habe so ein 80 Euro Ikea-Bett. Und die Matratze, Bruder... Weiß ich nicht, woher die ist. Ich will auf jeden Fall, was mein Leben vielleicht ein bisschen upgraden würde, ein gutes Bett kaufen. Und, wenn ich schon ein gutes Bett kaufe, eine gute Matratze. Boxspringbett. Ich muss mir mal da was Gutes raussuchen und mich so durchlesen, was am besten ist. Dann pennen. Marcel, du Sch. Oh mein Gott. Okay, Leute, der Fahrer ist da. Digga, die Augen sehe ich so nicht das erste Mal bei Sascha. Habe ich schon mal wann anders auch gesehen. Oh mein Gott. Okay, Leute, der Fahrer ist da. Kann man so Tomorrowland gehen. Willkommen zu meinem Schlafplatz. Ich bin hier im Auto auf dem Weg mit Christian. Ein bekanntes Gesicht zumindest für mich, aber wir fahren auf jeden Fall jetzt zum Event. Ich werde hier nachher so geil pennen für 2 Stunden, aber für uns geht es erstmal auf die Tanke, ein Käffchen, ein bisschen Radio und ein bisschen über die Welt schnacken, ne? Ich bin angekommen. Das war mein Schlafplatz. Also muss ich schon sagen, war sehr bequem. Christian ist gefahren. Bester Fahrer. Ey Christian, danke fürs Fahren. Jo. Der Mann der vielen Worte. Leute, Finanzamt hat es nicht gehopst. Und? Ey Leute, gerade alles scheiße, kann irgendjemand telefonieren? Seid ihr da? Hier, zeig nochmal an die Kamera, Jens, dass auch wirklich jede Kamera gesehen hat. Komm, zeig. Was soll ich zeigen? Das Gavin the Level Getaway Championship Champion. Jens wurde Erster. Sag ehrlich, wie einfach war's? Gar nicht einfach, oder? Ich fand's jetzt nicht so problematisch. Man. Hey, wurde er wirklich Erster? Endlich auch wieder zu Hause. Leute, was geht? Oh mein Gott, ich bin der schlechteste Vlogger. Held. Alright. Hi guys, Jeremy Fragrance hier. Ich bin im Hotelzimmer angekommen. Ich habe bei Marcel, durfte ich noch streamen. Hier, kurzer Ausschnitt. Ich komme rein, dann kommen 2 Mädchen rein. Oh mein Gott. Dann fragen die Bäcker-Verkäuferin da, wer bist du denn? Wer bist du denn? Ich sag, ich bin Mensch. I'm only human after all. Hey, Grüße gehen raus an Marcel, es war sehr, sehr geil. Damit ich mir aber nicht weiter auf den Sack gehe, habe ich jetzt hier ein Hotel. Roomtour. Safe? Brauche ich nicht. Dusche? Brauche ich nicht. Zum ersten Mal, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, ob jemand von euch viel vielleicht geschäftlich unterwegs ist oder so, I don't know. Oder generell vielleicht ein Lifestyler ist. Oder meine Hotelzimmer sind immer am anderen Ende vom Gang. Ich mache jetzt die Tür auf. Und was ihr sehen werdet, ist ein Wunder. Der Aufzug. Danke an das 25 Hours Hotel in Hamburg, dass ihr mir zum ersten Mal in meinem Leben ein Zimmer abgecheckt habt, direkt neben dem Aufzug. Ich dachte immer, es wäre... Nein! Hals, Maul, Pinguin. Hast du den Schein von gestern gespielt? Niemals! Und der ist gekommen, was ich gestern bei Eine Frage Go gesagt habe? Wie viel hast du gesetzt, Pinguin? Wie viel hast du gewonnen? Der Hurensohn hat mit 20 Euro 800 Euro gewonnen durch meine Tipps. Und ich habe den Schein nicht selber gespielt. Stellt euch mal vor... Digga, nein. Digga, Pinguin, dafür gibt's Prozente. Digga, warte. Ist NBA wirklich alles gekommen, was ich gesagt habe gestern? Das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Lakers gewonnen? Niemals. Kings gewonnen? Hawks gewonnen? Und Nets gewonnen? Nein. Es ist wirklich alles so gekommen. Ich glaub das nicht. Digga, er hat mit 20 Euro 80 Euro gemacht. Er hat mit 20 Euro 800 Euro gemacht. Digga, stellt euch mal vor, ich hätte einen Huni drauf oder 200 drauf gemacht. Nee, ich gebe wieder irgendwelchen anderen Tipps, damit die Geld gewinnen, Digga. Für alte Menschen. Heute für mich. Nah, it's fucking crazy. If you really think about it, like it's actually humans.
don't believe in us. God did. Oh, jetzt beschwinde ich. Jetzt. Aber auch schnell. Luciano Loco ist da. Ein großer Traum wurde für mich wahr. Oh mein Gott. Er ist wirklich da. Luciano Loco. Danke, Luciano. Wegen dem eBay-Kleinanzeigen-Video wurde uns der Pub-Aufsteller einfach nach Hamburg geschickt. Irgendein Random in deinem Discord hat auch gemacht und bei dem ist auch alles gekommen. Digga, ich mach einfach meine Zuschauer zu Millionären, ne? Aber mich nicht selber. Perfekt. Dann gib mal ein paar Prozent ab, ihr kleinen beiden Wichser! Ausrufezeichen Donation-Pinguin! Du weißt, was zu tun ist. Ist der dumm. Toilette geht auf. Du gehst rein, denkst du noch nicht. So, guck mal, wo er steht. Guck mal, wo er steht. Da macht er sich perfekt. Hey Luciano, Bruder, danke nochmal für den Juice. Ich hau rein. Luciano? Komm, mein Elf. Oh, mein Elf. Wer ist das? Wer sind die beiden? Scheiße. Ich hab's gleich. Wir nehmen heute den Podcast auf. Hier werde ich gleich sitzen. Hier macht gerade noch Alex den Platz von Max fertig. Und hier werden wir eine Videofolge Weihnachtsspecial für Offline und Ehrlich aufnehmen. Habe ich den Finger gerade auf dem Mikrofon gehabt? Ich weiß, warum ich nicht vlog. Verdammte Scheiße. Hey Max, hast du schon den Offline und Ehrlich Post abgecheckt? Nee. Oh Mann. Zwei weiter. Wieso sieht das denn so bescheuert aus? Zwei weiter. Oh, wow, guck mal, zoom mal ran auf deine Augen. Wieso geht die auseinander? Das weiß ich nicht. Ja, Assis. Oh, nö. Und ich habe noch 97 Fotos mehr von dir so. Die sind ja alle scheiße. Hä? Hey. Ehrlich, Sascha und Max. Aber ist auch gut, wie du kannst in dem Anzug auch noch einen Greedy hitten. Digga, das ist meine Cam, weißt du, oder? Oh shit, hier. Leute, wir konnten. Hä? Digga, ich dachte gerade, da hat sich wirklich was im Hintergrund gestartet. Schon das erste positive Feedback zur Damentoilette einfangen von Pia. Und zwar schreibt sie: Ich freue mich auf den Nächsten, der ungefähr das ganze Büro zusammenschreit, wenn er aufs Klo muss. Luciano, wenn du das siehst, du bist der Beste. Leute, eine Sache ist am Flughafen ganz wichtig. Das ist der Sprengstofftest. Und den habe ich als erste Prüfung in meinem Leben erfolgreich bestanden. Und ja, Leute, ich fliege in... Digga, sein... Er ist so random, ne? Okay, reicht! So. Bitte lass es jetzt vorbei. Nee. Aber war ein gutes Video. Hugo, Satza Hugo ist das geisteskrank. Was geht ab? Herzlich willkommen zu diesem Extreme. Video. Justus Jonas, Peter Shaw, Bob Andrew. Was läuft? Willkommen zum nächsten Video. Wir hatten ein wirklich unvergessliches. Bla bla bla. So, Zuschauer, was haben wir? Deine Twitch-Zusammenfassung für 2022. Wir haben gelult. Digga, das ist wirklich sehr, sehr. Diese Schrift von diesen Twitch-Nachrichten sind immer so unangenehm. Wir haben den Chat zugespammt, wir sind die halbe Nacht wach. Ach, Digga, Junge, Mann. Du hast einen unvergleichlichen Hype ausgelöst. Anzahl der zugesehenen Stunden, 3221 Stunden. Kanalpunkte, 754.000. Hä? Und 18. Hä? Und deine Community ist sogar gewachsen. Neue Abonnenten, 50.582. Neuere Follower, 534.393. Kanalpunkte, mehr als 2 Millionen. Chatnachrichten, 6 Millionen. Deine Lieblingsstreamer. Digga, nur Casino-Streamer. Wie kann man... Der Mann ist sowas von süchtig. Deine Lieblingsstreamer. Ja, Mann! Basti. Ich glaub,
Basti-Stream ist der Stream, den ich am längsten gucke. Ich sag euch die richtige Zahl, wie viele Subs ich in dem Jahr gemacht habe, okay? 131.000 Subs gemacht. 183.400 Euro nach Steuern. Trotzdem krass, klar, auf jeden Fall. Wie viel seid ihr bescheuert? Nicht so viel. Geht, dachte mehr. Wieso nur so wenig? Was labert ihr für eine 183.000 Euro in einem Jahr nach Steuern? Was geht denn bei euch, Mann? Das ist ist geisteskrank. Digga, ihr seid 9. Das ist total viel. Digga, ihr kriegt 7 Euro Taschengeld die Woche. Was wollt ihr eigentlich? Ich wollte euch hier nur ein Recap zeigen. Das wären 9,6 Millionen V-Bucks. Digga. Fitz, wieso rechnest du das in V-Bucks um? Bro. Für Fortnite. Ey, wisst ihr noch früher so Eltern, die so Sachen in D-Mark umgerechnet haben? Und die neueste Generation, die Zoomer, die rechnen alles in V-Bucks um. Nee. So schlimm, wenn die das in D-Mark immer umrechnen. Stopp. Schlag's, danke für den Elf. Mein Ernst. Was denn? Ich hab ne goldene Star. Ja. Geisteskrank. Das ist es, was die Computerspieler in den Bann zieht. World of Warcraft. Weltweit spielen es über 10 Millionen Menschen. Was ist das Beste auf der Welt? World of Warcraft heißt. Digga, wie lange ist der schon live? Ich will das jetzt sehen. Wie lange ist der Bro schon live? Ungespielt. Zeig mal her. Der Bro hat sich einen Wecker erstmal um 19 Uhr gestellt, also sein Schlafrhythmus ist auf jeden Fall on point und er ist seit 33 Tagen live, Digga. Und dieser Let's Hugo? Seit 39! Erstmal Follow da lassen? Digga, was machen die? Was machen die? 39 Tage und 33 Tage. Ich dachte, ich bin schon geisteskrank. Ich dachte, ich bin schon... Wie lange stehe ich? 49 Tage? Digga, was ist aus... G-Time? 40 Tage, Digga. Bro, ich brauche bald nicht mehr live sein. Wirklich. Alle anderen Streamer sind 24 Stunden am Tag am Stream. Und ich fühle mich schlecht, wenn ich, keine Ahnung. Wenn ich, 5-6 Stunden gestreamt habe. Also das ist wirklich geisteskrank. Also ich dachte schon, ich dachte damals, ich mit 21 Tagen bin schon ein kranker Mensch. Oder wie lange war ich live? 20 Tage, glaube ich. Oh, muss noch 17 Tage... Digga, wie viele Subs machen die denn, also, wie wird das bei Unge gerechnet, Chat? Im Ideal. Wie viel macht der pro Sub? Wie viele Minuten macht der pro Sub? Wie viele hat der denn überhaupt? Twitch-Tracker. 2 Minuten. Ungespielt. Sag mal her. Wie viele Subs hat er? Er hat... Wo sieht man das? Wo sieht man das? Wie viele Subs hat er? Hallo? Subs? Wo sieht man das? Hat er aus? Warum? Hä? Er macht einen Submarathon und hat Subs aus? Trotzdem müsste das doch irgendwo getrackt werden, oder nicht? Oh mein Gott, er hat's ausgestellt. What the fuck? Digga. Also das ist ja wirklich... Bruder, also was hast du mir wieder für eine Seite geschickt? Ah, hier. 21.000 Subs hat der Chat. Er hat 21.000 Subs, hier sieht man das. Digga. Das ist ja, Bruder, die sind alle krank.
Ich weiß nicht genau, wie viel Uhr, weil das Problem ist, wir sind gerade ja in einem neuen Add-on-Anfang und der Grind ist so krank. Ich habe zum Beispiel auch gestern Nacht nicht geschlafen, also ich bin jetzt seit über 35 Stunden wach. Ich habe eben so eine halbe Stunde Powernap gemacht und wir sind gerade so hart am WoW-Grinden. Es gibt Leute, die sind richtig verloren so in World of Warcraft, ne? Dass da Leute richtig krass drin sind. Haben wir den in der Höhle schon? Eine Minute. Oh, eine Minute noch Powernap, perfekt. Let's go. Wie man. Aufstehen jetzt dann. Keiner möchte den ganzen Tag zu Hause sitzen und vorm Rechner hängen. Keiner möchte seine ganze Welt auf einem Bildschirm beschreiben. Da hat er sich angegriffen gefühlt. Das sieht man direkt. Denken. Doch. Ich. Digga, original. Ich schwöre es euch, seitdem ich diese South Park-Folge gesehen habe mit World of Warcraft. Doch. Ich. Denke ich jedes Mal, diese World of Warcraft-Spieler sehen so aus. Und keiner, wirklich keiner, so viele es auch sagen, sind damit wirklich zufrieden. Oh! Wer bist du, dass du denkst, du könntest für mich sprechen? Wer bist du? Ungespielt, wirst du jemals wieder offline gehen können? Bruder, der hat aber auch seine Haare hat er auch wachsen lassen. Das ist eine gute Frage. Das Problem ist, der Gamer EtiBBD hat gerade abonniert. Und damit verlängert er den Sabaton. Du dummes Arschloch. Ich schlafe nicht, ich würze, bis die Pfeffermühle kracht. Ich bin ja Call of Duty Partner auch, ne? Und jetzt hat er gefragt, ist das neue Call of Duty Partner gut? Er denkt, das neueste COD, was wir hier spielen, ist Call of Duty Partner. Oh, ist das los. Ich genieße es. Das ist die PS5. Und wenn ich hier jemanden kill, dann ist Ende. Digga, ey, der Mann ist wirklich mit seiner Vape verheiratet, ne? Das ist wirklich krass. Der Mann, man hat den noch nie ohne Vape gesehen. Na, wie fühlt ihr euch? Und zwar sollt ihr einfach aus eurer Zelle ausbrechen, indem ihr das Schloss knackt. Und wir starten jetzt mit... Die Vape ist sein 11. Finger. Deine Zeit startet jetzt. Aufgemacht und es ist eine super Zeit. Oh, eine Minute 18 Sekunden. Oh Gott, der nimmt das ganze Zimmer auseinander, vergiss das. Eine Minute 18 hat es. Die erste Intuition, da gehst du warten, wenn Team wartet, dann ist es auch. Ja, aber hier werden wir ausscheiden. X, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Und ja. jetzt sieht er was? X, Nummer. X, X, X. Ah. Das Handy und gar nichts. Wollt ihr jetzt damit? Nein, sie hat es abgerissen und hat es nicht gesehen. Oh mein Gott, sie sieht es nicht. Oh mein Gott. Damit ist das Event. Der klebt immer noch hinten an ihrem Patch dran. Der klebt da einfach. Der hängt da. Hast du es gesehen? Oh, die Arme. Ich hab den die ganze Zeit hier. Da möchte ich auch später im Video mal schauen, ob der so da hang. Also ich muss wirklich sagen, Sascha hat einen vorgelegt. Das war wirklich phänomenal. Was hast du da gesagt? Phänomenal? Phänomenal, ja. Du bist phänomenal. Ich habe das Wort noch nie aus deinem Mund gehört. Wir sind hier auch im Knast. Was ist denn hier zu lachen, Alter? Guck auf den Boden. Mach eine kurze Pause und sind gleich wieder da. Let me take a selfie. Yes, Cool Savage! Ich habe noch eine Frage, wie fandest du den Auftritt gestern von Cool Savage? Cool Savage ist ein krasser Rapper und ich fand es übel witzig, wie Jens mitgemacht hat. Es hat mich so... Jens war in dem Moment mehr Cool Savage, als Cool Savage Cool Savage war. Hey, alle! Hey! Cool Savage ist wirklich eine Zeit lang mein Favorite Rapper gewesen in Deutschland, ne? Boah, dieses... Als 2015 sein Album kam, Märtyrer... Ich hab das so geisteskrank tot gehört.
Ey, warte mal, hier ist keiner drin. Doch, hallo? Hallo? Moin! Junge, du wärst die Love der Climax, Digga. Maserati! Maserati! Heute Nacht ist Gangenparty! Er ist einfach mit einem Cover dabei! Maserati! Maserati! Was hast du genau gesagt? Das ist ein cooler Song. Cooler Song? Den hörst du mit 8? Okay, hallo. Kennst du Chef Strobel? Nee. Kennst du Rumatra? Nee, die kenn ich nicht. Na, die sind auch echt. 2010 im Namen. Digga, wie klischeehaft ist das? Tyson no Kakuni. Ich kacke nie und stehe auf Ski und sie sagt. Kannst du mir dann nochmal sagen, wie du auf die Luke fallst? Chef Strobel. Chef Strobel? Ja, genau. Dein letztes Video ist Enya, mein Wald, Kupavu. Geklaut von, ja. Genau, Renja, mein, ja. Bald, Kuba, ja. Move geklaut. Fuck. Was hat denn der Bro da gehört, Digga? Alter. Just wanna rock? Ach so! Als wenn Monte sowas hört, Digga. Wait. Monte hört was anderes außer King Orgy? Ah. Okay, krass. Ich würde sagen, es ist an der Zeit, die Pakete aufzumachen, Chat. Oh. Cebu is wild. Panama Rettung an Tag 6. Oh. Ist die neueste Folge. Leider darf man sie nicht gucken. Okay. Paket Nummer 1. Keine Ahnung, was mir Ranger da geschickt hat. Keine Ahnung, was mir Ranger da geschickt hat. Naja. So. Mach auf. Bin wirklich gespannt, ne? Was mir Ranger da geholt hat. Ach so! Oh! Ah, Chat. Das sind meine Feuchttücher zum Scheißen. Die gehören hier nicht zu. Warte. Aber warum? Hä? Was soll ich mit Monte sein Buch? Allein die Abschnitte. Abstieg, Kindheit, Jugend, Junkie. Okay. Bisschen lesen kann nie schaden. Okay. Aber warum holt ihr mir 8 Tischtennisschläger? Was soll ich mit 8 Tischtennisschlägern? Und was ist das hier? Stadtland Fluss.
Ah. Getränk, Obst und so. Fisch. Ah. Ja, aber Bruder, sowas kann man online spielen. Ja? Aber dieses Tischtennis-Ding finde ich gar nicht so schlecht. Nächstes Paket. Oh. Warte mal. Yo! Was ist das? Hä? Was ist das? Mach auf Kopf. Ah. 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 Digga, das fühlt sich. Kann auch als Anusstreichler verwendet werden, habe ich von Hebis Mutter sagen lassen. Okay? Oh, Digga, das Ding ist wirklich geil. Oh. Oh. Ah. Das Ding ist wirklich geil. Kann ich das auch hier hinten? Oh. Ah. 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 Oh. Digga, hinten ist es extrem geil. Oh. Oh. Geil. Das war eine gute Investition. Dann haben wir hier Stadtland Vollpfosten. Intelligenz ist relativ. Was ist denn das? Classic Edition. Kartenspiel. Was für ein Kartenspiel? Was für ein Kartenspiel. Das ist witzig. Gutes Spiel. Okay. Ah, falsche Seite. Nee, doch nicht falsche Seite. Hä? Was ist das denn für ein Game? Ach so. Braucht man im Winter ein Gefühl, ist modern, Stuhl, Studienfach. Hä? Stuhl wahrscheinlich, Schul und Studienfach. Hä? Was soll das sein? Ein anderes Wort für schlecht. Elektroartikel, Eissorte, Sportutensilie. Ah, okay. Anscheinend ist es ein Game. Ja, nice.
Werde ich wahrscheinlich niemals spielen. So. Dann haben wir. Oh mein Gott. Tisch. Ein Basketballkorb. Das ist cool. Oh, guck mal, was wir hier drin haben. Ich muss den an die Wand schrauben. Ah, hier ist so ein Ding. Sogar mit Ball. Okay, das war das Letzte, was wir haben. Okay, ich will das mal aufpumpen kurz. Okay. Ah, hier. Aha. Jetzt hier rein. Oh. So. Und jetzt. So, hier rein. Oh. Und jetzt pumpen. Digga, was ist das für China-Ware? Ist jetzt schon kaputt gegangen. Die Dreckspumpe. Oh, nee. Digga. So, jetzt. Fick deine Mutter! So. Jetzt reinpumpen. Langsam. Aha, jetzt geht's. Nico, danke dir für deine 8 Monate. Kuss. Ha. Okay. Bist du aufgepumpt? Bisschen noch? Boah. Da passt noch. Der ist halt nicht so gut in der Hand. So, jetzt. So. Jetzt muss ich das Ding an die Wand schrauben, oder was? Und wo soll ich das überhaupt ranmachen? Oder das sind mir viel zu viele Schrauben. Was ist das für eine Physik? Oh. Okay, das Ding kommt so an die Wand. Oder wie? Ich bin auch nicht umsonst, nennt man mich Rohr, den Physiker und Mechaniker. Ist hier keine Anleitung?
Ah, das gibt's auch noch. Ah, ich check's. Ich check's, ich check's, shit. Ich check's, glaube ich. Also, ich habe einmal diese Schrauben hier. Und einmal diese Schrauben hier. Die kleineren. Dann habe ich... Aber wo kommt was hin? Oh, das ist so schlecht gemacht. Von beiden sind vier da. Jetzt weiß ich nicht, was gehört. Digga. Das ist so viel Arbeit, Chat. Egal. Krieg das hin. So. Oder? So. So. Und jetzt von hinten ranschrauben. Digga, wie schlau kann ein Mensch sein? Jetzt Real Talk. Ah, ich hab doch gar kein... Ah, dafür hab ich das Ding hier. Du Hurensohn! Ich raste gleich aus. Oh mein Gott! Digga. Oh mein Gott! Ich mach das irgendwann anders. Das ist mir zu viel. Jetzt ist mein Zimmer voll mit Paketen. Und ihr müsst euch überlegen, Chat. Davon kommen noch... Boah, wie viel kommt denn davon noch? Da kommen noch so viele Sachen für. Also es kommen noch so viel... So viel Scheiße kommt noch. Oh. Oh. Okay, Chat. Es ist an der Zeit. Wir schauen bei uns im Discord. Wir machen eine Nicht-Lachen-Challenge. Derjenige, der mich zum Lachen bringt, kriegt 100 Euro. Jetzt ein kleines Intro für YouTube.
Was geht ab, meine lieben Freunde? Wir sind hier auf YouTube. Und heute machen wir eine Nicht-Lachen-Challenge. Ich habe in meinem Discord Leute Sachen einsenden lassen, Also Leute in meinem Discord haben Sachen eingesendet und wenn ich darüber lache, kriegen sie 100 Euro. Yes, und das ist es. Okay, lass uns anfangen. Brasilien. Kambert. Kann ich jetzt schon aufhören, werde ich niemals drüber lachen. Weiß ich jetzt schon. Niemals werde ich darüber lachen. Digga, er hat einfach ein Bild von sich eingesendet. Warum sollte ich darüber lachen? Ich kannte den schon. Digga, einer schreibt einen Witz rein. Warum sollte man nie Cola und Bier gleichzeitig trinken? Weil man sonst kollabiert. Wir haben hier einen TikTok-Clip. Heute knacken wir endlich unseren Rekord. Ich weiß doch nicht, das ist wirklich ganz schön schnell. Lukas, nein, nicht. Ich kann nicht anhalten. Lukas, Achtung, pass auf. Das ist viel zu schnell. Was geht hier? Um Himmels Willen. Okay, lass uns mal abmachen, dass der Clip maximal 30 Sekunden gehen darf. Ich habe keinen Bock, mir 3 Minuten irgendeine Scheiße anzugucken. Mods ändert meinen Titel. Einmal lachen gleich 100 Euro. Hallo, Pizza Service. Ach du heiliger Affen. Ja, das ist nicht lustig. Polska, Niemcy, 1-1. No, co tu robi, kurwa, Hitler? Distanz. Digga, ihr müsst den Clip hier reinsenden und nicht den TikTok-Link. Otto, den Clip an sich müsst ihr reinsenden. Baller, willkommen in Duisburg. Guck mal hier meine Bulette. Baller, willkommen in Duisburg. Guck mal hier meine Bulette. Ja, darüber muss ich aber nicht lachen. Da kann ich mich zu. Digga. Einfach VDM in Real Life. Oma sollte endlich aufhören, Web zu rauchen. Cuando eres pibe. Ja, Spyro, ist das unlustig. Real Talk. Ist das unlustig. Hä? Kein Video. No. Now that is delicious! Oh no! It's a big mess! It's okay, it's all gone! Digga, Spyro, du sollst keine 20 Sachen einsenden! Thank you.
Digga, yo, Screw, wusste nicht, dass du so am Chillen bist. Ey. Ich muss auch dazu sagen, ich bin sehr, sehr schwer zum Lachen zu bringen. Wirklich. Un video más, mi gente. Me encanta esta vaina. Hä? Hä? Hey, was soll doch lustig sein? Hä? Hä? Digga! Wait a minute! Digga, der also der Anfang war gut. Nachgelassen, der klingt. Kimo, wer ist noch in dieser Position, wo einer vom Fenster draußen zuschaut? Ey, Bruder, Jungs, Jungs, Bruder, ich sag euch, wenn ihr eine Frau habt. Nicht, dass es. Warte, ist es Toss? Warte mal, hast du geproved, ob das Toss ist? Ranger, ich hab Angst, dass hier jetzt irgendeine Scheiße kommt. Ja. Sag mir Bescheid. Und wir überraschen die, Bruder, die Position heißt der blinde Pirat. Und zwar, ihr scheppert die von hinten und dann in einem Moment, wo die nicht aufmerksam ist, slippt ein Kollege den kurz rein, smash weiter, in der Zeit geht ihr über den Balkon, guckt sie an, sie erschreckt sich und wird ganz weiter gescheppert. Dieser Effekt, Jungs. Digga. Wie unlustig, also ich habe noch nie so einen unlustigen Clip gesehen. Ja, wo ich vor meinen Eltern gewohnt habe und gearbeitet habe, war schlimm. Echt? Das ist ja richtig interessant. Scheiß drauf. Digga. Ey. Dieser TikTok-Stream damals. Ja, wo ich vor meinen Eltern gewohnt habe und gearbeitet habe, war schlimm. Echt? Das ist ja richtig interessant. Scheiß drauf. Digga, das war wirklich so kurz davor. Das war wirklich so kurz davor. Hey!